Jo, servus Leute, hier ist der Kid Pro. Ja, mal wieder zu meinem neuen Video. Ja, heute kommt so ein spontanes Video. Ich wollte euch halt heute mal meine Großklassen zeigen, da die Klasse, da mich eigentlich viele Leute nach meinen Klassen fragen, so wie ich spiele und so. Deswegen mache ich das jetzt mal und ja, beginnen wir gleich mal. Also, die erste Klasse ist eigentlich die Klasse, mit der ich immer spiele. Also, mit der spiele ich eigentlich fast jedes Gameplay so. Die ist einfach, ich weiß nicht, die Klasse ist einfach richtig perfekt so. Ich weiß nicht, ich kann eigentlich nicht viel zu der Klasse sagen, nur dass sie extrem gut ist. Manche Leute haben ja was, dass man den Spezies zu spät bekommt, aber ich finde es halt besser, da man nicht gleich, weil wenn man ihn erst auf 8 oder so bekommt, fehlt noch extrem viel auf die Cam, und wenn man ihn so bekommt, irgendwie, ich kann so besser spielen auf jeden Fall. Müsst ihr für euch selber entscheiden. Wie gesagt, die Klassen sind die, die ich spiele, aber ihr könnt es ja mal ausprobieren. Wie gesagt, mit den Klassen, die ich jetzt zeige, habe ich eigentlich meine ganzen Games gespielt. Eigentlich hauptsächlich mit der. Und ja, also in der Klasse habe ich Gleichgewicht, Beweglichkeit, Stalker, Verstärker und Konzentration. Eigentlich sind das meine Standard-Perks. Mit Leichtgewicht und Marathon kann man extrem ja, schnell rennen und ja, extrem schnell eine Streak aufbauen. Deswegen die Perks spiele ich immer. Und dann halt Fingerfertigkeit, Plünderer und schnell ziehen. Schnell ziehen finde ich auch richtig wichtig. So, naja, es kommt drauf an. Aber ab und zu merkt man schon, wenn man es nicht dabei hat, dass man, wenn man es dabei hätte, dass man ihn eigentlich geholt hätte. Und ja. Und dann halt im Spezialistenbonus habe ich Vorbereitung, Totenstille und Meisterschütze. Ich glaube, die drei Perks brauche ich nicht erklären, auch richtig wichtig. Überhaupt Meisterschütze. Und ja, wie gesagt, mit der Klasse habe ich alle meine Games gespielt, fast alle. Und ja, ich kann dir euch echt ans Herz legen, dass ihr die Klasse mal ausprobiert. Und ja, kommen wir zur zweiten Klasse. Das ist eigentlich genau dieselbe, nur habe ich da statt schnell ziehen Visier dabei. Eigentlich spiele ich immer die Klasse, aber wenn ich merke, der Gegner spielt mit USPV oder so, dann spiele ich eigentlich mit der Klasse mit Visier. Zum Beispiel bei meinem Live-Commentary bin ich auch fast gestorben. Hätte ich da Visier nicht dabei gehabt, wäre es wahrscheinlich keine Triple geworden. Also, wie gesagt, die Klasse ist richtig gut. Und ja, kommen wir mal zu meiner letzten Honey-Badger-Klasse. Genau, also die Klasse spiele ich eigentlich nicht so oft. Aber ab und zu spiele ich die halt mal. Ich glaube, bei meinen 199 Kills habe ich die gespielt oder so ähnlich halt. Auf jeden Fall so würde ich die Klasse empfehlen. Da hat man auf jeden Fall am Anfang schon mal Totenstille und Verstärker. Zwar kein Marathon, aber dafür Beweglichkeit. Und dann kriegt man halt bei 8 Kills einen Spezi-Bonus. Da habe ich auch dann Visier dabei. Und ja, wie gesagt, die Klasse auch richtig gut. Ja, und dann kommen wir zu meiner letzten Klasse, vorletzten Klasse. Ja, das ist meine Rusher-Klasse. Ich meine, ich spiele nicht so oft, aber wenn ich sie mal spiele, ja, dann auf jeden Fall so. Ja, es sieht auf den ersten Blick so ein bisschen komisch aus. Ich meine, die Anfangsextras sind klar. Ich glaube, viele von euch werden so spielen. Wenn nicht, ja, würde ich es euch echt empfehlen. Und dann kommt halt im Spezialistenbonus Plünderer, ist eh klar. Dann Visier und Intensivstation, weil ich finde, mit wenn man rusht, dann rennt man richtig auf den USPVs oder so rein, und dann halt Intensivstation noch, weil man halt dann angehittet ist und sich halt schneller erholen kann. Das finde ich bei MP-Klassen eigentlich richtig wichtig. Und ja, dann halt im Spezi-Bonus Totenstille und Meisterschütze, ist eh klar. Dann habe ich halt nur mal einen Platz frei gehabt. Eigentlich könnt ihr auch, wenn ihr wollt, Spieler nehmen, halt das zufällige Perk, weil ich spiele halt mit Erniedrigung. Ah, ist auch nicht so schlechtes Perk, kann man spielen, muss man aber nicht. Ja, dann kommen wir zu meiner besten Klasse. Nein, Spaß, Jungs. Wer es jetzt geglaubt hat, der, ja, soll ich mal am Kopf fassen oder sowas. Die Klasse habe ich jetzt nur zum Spaß so gemacht. Aber das ist eigentlich so eine richtige Noob-Klasse. So holen mich die Noobs eigentlich wurft weg, dem scheiß Werfer und gleich löschen. Ja, wie geht das? So, passt. Auf jeden Fall, Jungs, das waren meine Klassen. Also, die kann ich euch echt weiterempfehlen. Und ich denke mal, dass ihr Spaß haben werdet damit. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst doch wie immer eine positive Bewertung und ein Abo da, Jungs. Und ja, haut rein.